Der Vitamix ist immer noch der unbestrittene Platzhirsch in der veganen und Rohkostszene, aber lohnt sich ein Mixer, für dessen Gegenwert man fast ein gebrauchtes Auto kaufen könnte? Hi Leute, hier ist HiCarb Christian. Ich verwende sie jetzt seit ungefähr 3 Jahren, meinen Vitamix. Ich habe noch das alte Modell, den TNC 5200. Es gibt ja jetzt schon die Pro-Modelle in Deutschland und alles Mögliche. Und ich wollte mal ein Video darüber machen, ob es sich überhaupt lohnt, einen Vitamix anzuschaffen und wenn ja, für welche Zielgruppe. Zunächst einmal, wenn ihr das Geld habt, euch einen Vitamix zu kaufen und das Geld nicht vermissen würdet, dass euch nicht schmerzen würdet, 800 Euro oder 600 Euro oder 550 Euro für einen Mixer auszugeben, dann macht es. Ihr werdet mit dem Vitamix auf keinen Fall eine schlechte Wahl treffen. Wenn ihr das Geld einfach habt, dann meinetwegen macht es und dann könnt ihr das Video jetzt abschalten. Für alle die sich das allerdings nicht einfach mal so leisten können und wirklich abwägen müssen und gucken müssen, ob das Gerät wirklich was für euch ist, dann guckt weiter. Wer ihn nicht kennt, der Vitamix ist ein Hochleistungsmixer mit einem 2 PS Motor und einem so starken Motor und so tollen Klingen, dass man damit Avocado-Kerne klein kriegt, man kann damit bedenkenlos Crushed Ice irgendwie zu Eis, feinen Eiskristallen machen, man kann damit eine ganze gefrorene Banane rein pürieren und sowas. Der Vitamix kann schon ziemlich coole Sachen machen. Er kann auch Besenstiele zertrümmern, Wasser kochen, weil er sich einfach so schnell dreht, man kann damit Suppen machen. Es ist schon wirklich ein tolles Gerät. Wenn ihr täglich Smoothies macht, dann habt ihr damit auch einfach einen Smoothie und keinen Stücki. Ihr könnt da auch hartes Obst reinmachen, ihr könnt da wirklich zähes Blattgrün reinmachen und es ist einfach ziemlich faserfrei, ihr schmeckt das überhaupt nicht raus und das macht es für mich zum Beispiel sehr, sehr viel besser und sehr, sehr viel angenehmer, mal einen Smoothie zu machen, auch mit sowas, was normalerweise sehr, sehr schwierig ist, wie Grünkohl oder Wirsing. Ihr könnt damit eure eigene Nussmuse machen, ihr könnt damit Mehl herstellen. Er ist wirklich unfassbar vielseitig, das heißt, im langen Sinne kann er sich dadurch wirklich rentieren. Wenn man viel mit Nussmus arbeitet, wenn man viel mit Mehlen arbeitet, die zum Beispiel sehr teuer sind, so wie Buchweizenmehl, das könnt ihr damit selber herstellen. Ihr könnt einfach Buchweizen reinschmeißen, ihr könnt einfach Erdnüsse reinschmeißen und habt danach dann Erdnussmus und Buchweizenmehl. Okay, soviel zu dem Thema, was man mit dem ganzen Ding machen kann. Ziemlich viel, da gibt es 1000 Videos zu auf YouTube. Die Sache ist aber, muss man dafür jetzt unbedingt 600 Euro ausgeben? Und die Sache ist, wenn man einen Mixer haben möchte, der das ganze Leben lang hält, dann, ja, der Vitamix hat so ziemlich die beste Qualität von dem, was man im Internet liest. Das kann ich auch sehr bestätigen. Er ist wirklich, wirklich hochwertig verarbeitet, obwohl er halt einen Plastikbehälter hat, weil es halt BPA-freies Plastik ist. Und es gibt aber auch einen Edelstahlbehälter, den man sich drauf tun kann. In letzter Zeit gibt es aber immer vermehrt Konkurrenzprodukte, wie zum Beispiel den Klarstein, den hat Vegan Power Girl schon mal rezensiert und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass er quasi eigentlich so ziemlich die gleiche Leistung erbringt, aber wahrscheinlich nicht so lange hält. Wenn man sich aber nur ab und zu einen Smoothie macht und nicht jeden Tag einen Smoothie macht, nicht jeden Tag Nussmus macht, dann sollte man sich das wirklich überlegen, ob es sich am Ende rentiert. Denn nichts ist schlimmer als eine 600-Euro-Investition, die dann am Ende nur in der Ecke rumsteht. Allerdings muss ich sagen, dass ich aus dem persönlichen Umfeld niemanden kenne, der einen Vitamix jemals zurückgeben wollte. Das ist, glaube ich, ungefähr so wie mit dem Thermomix. Was man auch noch beachten sollte, ist, dass der Vitamix wirklich laut ist. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Ich kenne Leute persönlich, die dadurch zeitweise zumindest Probleme mit ihren Nachbarn bekommen haben, weil er wirklich, wirklich, wirklich laut ist. Ich hatte damit noch keine Probleme, obwohl ich immer in Mietwohnungen gewohnt habe, aber ich mache das auch so, dass ich auch schon vor 22 Uhr arbeite ich nicht mehr mit dem Ding oder ich mache es halt im Badezimmer, damit das die Lautstärke ein bisschen abschirmt. Aber ich wohne hier auch in einer relativ kleinen Wohnung und das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Man persönlich gewöhnt sich an den Geräuschpegel ziemlich schnell, wie ich finde, aber eure Nachbarn vielleicht nicht. Wenn ihr unschlüssig seid, könnt ihr immer noch bei Keimling, dem hauptsächlichen deutschen Vertrieb vom Vitamix, einfach nachfragen, ob ihr das Ding mal Probe fahren dürft. Die schicken euch dann ein Vitamix zu. Wenn ihr ganz lieb fragt oder ganz lieb mal anruft und einfach sagt, ja, ihr seid euch nicht sicher und ihr wollt das Ding einfach mal gerne probieren, bevor ihr dann so eine krasse Investition tätigt, so war das bei mir auch und ich habe dann problemlos einen Vitamix zugeschickt bekommen, den ich dann auch übernommen habe. Im Grunde genommen ist das, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Wenn ihr ein Profigerät haben wollt, wenn ihr sehr viel mit irgendwelchen eigenen Soßen macht, Nussmuse macht, Mehle macht, Smoothies macht, Eis herstellt, dann lohnt sich zumindest ein Hochleistungsmixer. Wenn ihr dann quasi den Ferrari haben wollt, wenn ihr dann ein Gerät haben wollt, das euch mindestens 7, 8, 9, 10 Jahre begleitet, manche haben den ja sogar noch länger, dann würde ich, glaube ich, auf den Vitamix setzen. Wenn ihr nicht so viel Geld habt und vielleicht nicht so viel Wert darauf legt, dass ihr euch das ganze Leben begleitet, aus welchen Gründen auch immer, dann tut es wahrscheinlich auch einfach ein Klarstein. Und wenn ihr das Geld einfach habt, dann habt ihr das Geld einfach und kauft euch einen Vitamix.
In jedem Fall checkt Keimling mal aus, fragt da mal nach, wenn ihr einfach mal Probe fahren wollt. Und dieses Video ist übrigens nicht von Keimling gesponsert. Ich finde einfach, dass es das eine coole Sache ist. Die Leute waren immer super hilfsbereit, wenn ich irgendwas hatte, auch wenn ich Probleme mit dem Vitamix hatte. Weil zum Beispiel einmal haben wir durch Fehlbedienung unseren Becher ruiniert und dann haben die den ganz problemlos ausgetauscht. Die sind wirklich nett, die Jungs. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch irgendwas gebracht. Wenn dem so ist, dann abonniert mich hier gerne oder guckt weitere Videos von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!